Metalhead TV. Hier ist Ralfi Ralf von Metalheads.de. Ich sitze hier zusammen mit Jochen Fahle, dem Sänger von Randale, der angesagtesten Kinderrockband Deutschlands aus Bielefeld. Jochen, hallo. Erste Frage. Ja. Warum habt ihr vor ca. 13 Jahren angefangen mit Kinderrockmusik? Hattet ihr die Nase voll von Volker Rosin, Volker Lechtenbrink und wie sie alle heißen? Also sagen wir mal so, wir dachten, es wäre Zeit, mal Kindermusik zu machen, bei der man als Erwachsener, der mit Punk und Metal und Rock aufgewachsen ist, nicht schreiend wegrennen muss. Also diese ganze andere pädagogische Kindermusik, die hat ja durchaus ihre Berechtigung, aber wir haben gesagt, na, es muss doch vielleicht mal möglich sein, Kindermusik zu machen, die eben ein bisschen anders ist. Und das haben wir dann versucht und das hat ganz gut geklappt. Und jetzt macht ihr das, bis ihr von der Bühne fallt, oder wenn eure Kinder selber groß sind, hört ihr auf und macht wieder Ska, Punk und Rock eure eigenen Sachen? Also das ist immer so abwechselnd. Manchmal denken wir uns, wenn die Auftritte mal nicht so gut sind, denken wir uns auch, was machen wir denn hier eigentlich und wie lange machen wir denn das noch? Und dann gibt es richtig tolle Auftritte und dann sagst du einfach, ey, alles super, wir machen das bestimmt noch 10 Jahre. Mal gucken, wir wissen es noch nicht. Ja, schön. Du hast gerade hier in Wyk auf Föhr beim tollen Surfladen Sharpers den ersten Auftritt von euren beiden Konzerten gehabt. Super Stimmung, alle sind mitgegangen. Ihr seid selber auch Surfer oder wie kommt ihr zu dem? Also ich mache seit 2008 Urlaub hier auf der Insel und dann haben wir irgendwann die Leute vom Sharpers kennengelernt und haben gedacht, Mensch, ey, was für eine geile Kulisse hier für mal Konzerte machen. Und dann haben wir erst ein normales Konzert gespielt und dann haben wir zum nächsten Jahr eine Föhr-Hymne geschrieben und seitdem spielen wir jedes Jahr, wenn das Wetter es erlaubt, 1 bis 2 schöne Konzerte hier. Ja, für unsere Leserinnen und Leser und Zuschauerinnen und Zuschauer, die natürlich sehr dem Heavy-Metal- und Rock-Bereich zugetan sind, habt ihr auch sehr viel Wissenswertes heute präsentiert, zum Beispiel, woher der Bandname Manowar stammt. Kannst du das vielleicht mal ganz kurz erklären? Ja, also kurz bevor wir unsere letzte Zugabe spielen, irgendwie sind natürlich die Kinder enttäuscht, dann rufen wir sie mal dazu auf und sagen, ey, ihr müsst mal richtig sagen, oh, Manowar. Und wenn sie das gemacht haben, erklären wir ihnen dann, dass Manowar nichts anderes heißt als enttäuschte Männer in sehr kleinen Lederschlüpfern mit Schwertern. Weil da kommt der Name. Und deswegen sagen die auch, oh, Manowar. Und die machen immer so und rufen dann Manowar, oh, Manowar, weil sie so enttäuscht sind. Perfekt, perfekt. Und da ihr so viel Wissen habt, auch was den Heavy-Metal-Bereich angeht, spielt ihr dieses Jahr auch erstmal beim Summer Breeze, habe ich gehört. Ja, genau. Wir sind ganz stolz und ganz aufgeregt. Also es gibt auf der Campingplatz-Area, da gibt es jetzt das erste Mal so ein Zirkuszelt. Da findet dann nach und so eine Tattoo-Convention statt und nachts spielen irgendwelche Coverbands. Und da machen sie nachmittags erstmalig eine Veranstaltung für die ganzen Familien da aus der Nachbarschaft, aus der Umgebung. Und da werdet ihr dann wahrscheinlich auch ein Tattoo von den Hasen Totenkopf-Piraten präsentieren, ja, oder? Natürlich. Und unser neues T-Shirt, unser neues Möhrenhemd-T-Shirt, das wird es auch das erste Mal zu kaufen geben. Das hört sich ziemlich cool an. Ihr kommt auch noch weiter auf Tour, ihr seid noch unterwegs und auch in unserer Heimatstadt von Metalheads.de in Duisburg seid ihr zu sehen. Genau, am 3. Oktober spielen wir im Parkhaus Meiderich. Müsst ihr alle unbedingt hinkommen. Da werden wir mit unseren Metalheads-T-Shirts auftauchen und euch anfeuern mit Kind und Kegel. Ja. Ja, eigentlich will ich dir jetzt nicht so viel Zeit klauen. Genieß den Urlaub. Viel Danke. Spaß hier auf Föhr mit der Familie Danke. Und der Band und vielen Dank fürs kurze Interview. Ja, bitte. Ciao. Metalhead TV.